Allah sieht alles, ist überall mit dir. Für manche ist das peinlich, denn dann sieht er alles hier. Ob du Schönes tust oder nicht so Schönes, auf dem PC oder im Bett, heißt es, wenn er das sieht, dass er dich danach verachtet. Allah ist so nah wie die Halsschlagader, so steht es im Koran. Ist er dann genauso nah wie Gott der Vater? Mancher ist sich sicher, denn so steht's geschrieben, ja. Und für die, die an ihn glauben, ist er immer da. In Jesus zeigt sich Gott als Mensch, er lebte wie wir, wie wir. So konnte er als Mensch Wein leiden und auch essen. Also bleib locker, keine falsche Scham hier. Uns ist es vielleicht peinlich und wir machen Sachen heimlich. Doch ob er mit dir ist oder dich dort sieht, ist doch, sei nicht kleinlich. Genau genommen eigentlich, wirklich kein großer Unterschied. Gott ist mit mir überall, immer überall mit mir. Das heißt, ich bin nie allein, auch dort nicht. Und er befindet sich jetzt hier bei dir und so soll es auch sein. Giro Gottonette, schäm dich nicht, weil das doch total menschlich ist. Und hätte Gott gewollt, dass es anders ist, hätte er uns nicht so gemacht, richtig? Ja. So if you feel that for Allah to be with you there is shameful, and then for Allah to be watching you doing that, isn't that the same thing? Allah says in the Quran, Huwa ma'akum aina ma'akuntum, He is with you wherever you are. They make ta'wil of this ayat. They interpret. No, it doesn't mean He is with you. It means He is with you with knowledge and qudrat. That's a manipulation of the ayat. That's not what the ayat says. And so he said, no brother, Allah is on the arsh. But Allah doesn't say Allah is on the arsh. To only the first time Allah made the heavens and the earth, did Allah turn to the arsh. So where is the arsh? On top of the seventh heaven. The seventh heavens is which direction? The top, yeah? But the people here, for them, because they are standing upside down according to, yeah? So if they are there, which way is their arsh? So is the arsh there or is the arsh there? So is there two arsh? Is there two gods?